خبر بناء كنيسة قبطية في السعودية بعد ما أعلن للبابا توادروس الكلام ده امبارح، وهل ده يعتبر تقدم في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط؟ شكرا. Was für einen Druck haben Sie, als Sie das gehört haben, dass eine koptische orthodoxe Kirche in Saudi-Arabien gebaut wird und ob das für Sie auch ein Zeichen für Menschenrechte im Nahosten ist? Ich habe mich sehr gefreut, als Papst Stavros erzählt hat, dass er selber miterlebt hat, wie ein erster koptisch-orthodoxer Gottesdienst in Saudi-Arabien hat gefeiert werden können. Ja. Und dass er eine große Freude hat darüber, dass dies nach langen, langen Jahren möglich ist. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass Dinge in Bewegung geraten. Und ich persönlich glaube, dass es eine der ganz großen Herausforderungen auf der gesamten Welt heute ist, dass wir es lernen, unterschiedliche Religionen zu achten und ein friedliches Miteinander in unseren Ländern zu gestalten. Dazu gehört es, dass man öffentlich seinen Gottesdienst feiern kann, ob man Muslim ist, ob man Christ ist, gleich welcher Konfession. هو يعني كان سعيد جدا لما سمع هذا الخبر، وهو عبر كمان بيقول ان فرحة البابا طرطوس الثاني كانت فرحة كبيرة جدا لما يكون فيه امكانية ان نحتفل بخدمة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السعودية، فكان بالنسبة لي ده خبر جميل جدا جدا. الحاجة الثانية هو بيقول إن فعلا هذا الخبر يساعده على أن الفكر بتاعه إنه يجب كمسيحيين أو مسلمين نشوف بعض ونحترم بعض، كل يحترم الآخر وكل يساعد على احترام الآخر حتى يستطيع كل إنسان أن يمارس شعائره الدينية بطريقته المعينة. فلذلك يرى أن